Für das Anzeigen nicht regelgerechter Aufschläge werden besondere Handzeichen genutzt. Handfläche nach oben steht für die Hand, die den Ball hochwirft. Handfläche nach unten steht für die Spielfläche. Der Zeigefinger steht für den Ball. Handfläche zum Körper steht für das Verdecken des Balls. Nicht hoch genug. Der Ball wird nicht mindestens 16 cm aus der freien Hand heraus hochgeworfen. Mit der Handfläche nach oben und der Auf- und Abbewegung des Fingers wird angezeigt, dass der Ball keine 16 cm weit hochgeworfen wurde. Die Ansage zur Erklärung ist: nicht hoch genug. Hand nicht geöffnet. Der Ball liegt zu Beginn des Aufschlags nicht auf der Handfläche der ruhig gehaltenen, geöffneten Hand. Angezeigt durch die halb geschlossene Hand. Die Ansage zur Erklärung ist: Hand nicht geöffnet. Verdeckte Aufschläge. Durch Arm verdeckt. Der Ball wird für den Rückschläger durch den Arm verdeckt. Durch Schulter verdeckt. Der Ball wird für den Rückschläger durch die Schulter verdeckt. Durch Kopf verdeckt. Der Ball wird für den Rückschläger durch den Kopf verdeckt. Angezeigt durch Handfläche zum Körper. Die Ansage zur Erklärung ist: durch Arm, Schulter oder Kopf verdeckt. Zur Erklärung deutet der Schiedsrichter auf das Körperteil, das den Ball verdeckt hat. Unterhalb der Spielfläche. Der Ball befindet sich zu Beginn des Aufschlags unterhalb des Spielflächenniveaus. Angezeigt durch Handfläche nach unten und Deuten des Zeigefingers auf die Handfläche. Die Ansage zur Erklärung ist: unterhalb der Spielfläche. Über der Spielfläche. Der Ball befindet sich zu Beginn des Aufschlags über der Spielfläche. Der Ball wird über der Spielfläche geschlagen.
angezeigt durch Handfläche nach unten und Deuten des Zeigefingers auf den Handrücken. Die Ansage zur Erklärung ist über der Spielfläche. Ball auf den Fingern. Der Ball liegt zu Beginn des Aufschlags auf den Fingern der ruhig gehaltenen, geöffneten Hand. Angezeigt durch Handfläche nach oben und Deuten des Zeigefingers auf die Finger. Die Ansage zur Erklärung ist Ball auf den Fingern. Nicht senkrecht. Der Ball wird nicht nahezu senkrecht hochgeworfen. Angezeigt durch Handfläche nach oben und eine bogenförmige Bewegung der anderen Hand. Die Ansage zur Erklärung ist nicht senkrecht. Wenn der Schiedsrichter vermutet, aber nicht sicher ist, dass ein Aufschlag regelwidrig ist, kann er beim ersten Vorkommnis das Spiel unterbrechen und den Spieler verwarnen. Bei der Bewertung von Aufschlägen hat der Schiedsrichterassistent dieselben Befugnisse wie der Schiedsrichter.